damit freue ich mich sehr, unsere Runde hier begrüßen zu dürfen mit der Ingrid Heschel von der Microsoft Österreich HR Lead. Die Ingrid verantwortet Human Resources Agenten bei der Microsoft Österreich, neben der strategischen Betreuung der österreichischen Niederlassung des Technologiekonzerns legst du ja den Schwerpunkt auf die Bereiche Diversität und Inklusion und die neue Welt des Arbeitens bei Microsoft. Linda Dunst, HR Transformation Lead, Erste Group Österreich. Linda bringt viele Jahre in der Erste Group mit Schwerpunkten rund um Transformation, New Ways of Working und Modern HR, Modern IT. Martina Bitterle, HR Lead Accenture Österreich. Martina bringt ebenfalls einen großen Erfahrungsschatz an Human Resources mit, von Recruiting über Country Lead und Strategie, und ist heute HR Lead Accenture Österreich. Sandra Caporale, Tribe Lead Collaboration Raiffeisen Informatik, viele Jahre bei der Raiffeisen Bank international, dort schon mit den Schwerpunkten Collaboration, Workplace und Mobility beschäftigt, dreht sich heute bei Sandra alles bei der Raiffeisen Informatik rund um die Collaboration Services. Und last but not least freut mich sehr, liebe Marina, von der Moderationsrolle rübergewechselt in deine tatsächliche Businessrolle, OCM, Operational Change Management Lead bei uns bei der AWANA Österreich. Dein Herzensgeschäft war ja immer schon seit 2014 alles rund um Change Management, wie wir dir Menschen am Herzen liegen, haben wir ja heute auch schon ein bisschen mitbekommen. Und hast dort, und dieser ganze Faktor Mensch natürlich immer im Change betrachtet, 2018 auch bei der Erste Group Bank gewesen, dort rund um die Themen Digital Workplace und Organizational Development und heute eben Operational Change Management Lead bei uns. Lasst uns anfangen. Und Martina, ich würde gerne mit dir starten. Wie hast du die letzten Jahre miterlebt und wie unterscheiden sich diese zu vergangenen Herausforderungen und Anforderungen und Bedürfnissen von Arbeitnehmerinnen an die Art der Arbeit und wie sie arbeiten? Also ich denke, wie für mich, für alle, waren die letzten Jahre sehr stark geprägt durch die Jahre der Pandemie, aber auch die geopolitischen Veränderungen. Ich glaube, keiner von uns oder nur wenige werden vor diesen Jahren so 100% oder fast 100% digital virtuell zusammengearbeitet haben. Das hat natürlich mit uns, mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern viel gemacht. Einerseits die Form, wie wir arbeiten, aber vor allem auch diesen Fokus auf hier und jetzt, also diese Versprechen in die Zukunft, funktionieren bei Arbeit, bei Mitarbeitern nicht mehr so gut. Das heißt, Arbeitgeber sind gefordert, die Möglichkeiten zu schaffen, dass die Bedürfnisse von Mitarbeiterinnen jetzt erfüllt werden, was Selbstbestimmtheit, was Flexibilität betrifft, was auch den Sinn in der Arbeit zu sehen betrifft. Und auf der anderen Seite hat diese soziale Distanz schon dazu geführt, dass dieses Gefühl der Zugehörigkeit abgenommen hat. Also das heißt, Arbeitgeber sind gut dran, dass wir dieses Gefühl wieder stärken, auch wenn wir vielleicht nicht mehr zu 100% physisch nur mehr arbeiten. Aber daran zu arbeiten, es hat viel mit der mentalen Gesundheit der Mitarbeiter gemacht, also auch hier einen Fokus drauf zu legen. Und es hat natürlich schon auch mit sich gebracht, dass man mehr Flexibilität möchte. Ich möchte das, was mir wichtig ist, im Hier und Jetzt erreichen. Und das sind die Herausforderungen. Durch diese soziale Distanz, wie ich gesagt habe, hat das Zugehörigkeitsgefühl abgenommen. Und wenn wir diesen Herausforderungen und Anforderungen unserer Mitarbeiter nicht gerecht werden, haben wir natürlich auch eine höhere Chance, dass wir mehr Fluktuation haben, als wir wollen. Also da müssen wir drauf eingehen in den nächsten Jahren. Und das sehe ich als große Herausforderung. Danke dir. Da vielleicht gleich anschließend, Ingrid, wie erlebst du denn den Wandel, um neue Talente für Organisationen zu finden, und wie schafft ihr es, vor allen Dingen auch bestehende Mitarbeiter zu halten? Wie haben sich hier die Anforderungen verändert aus deiner Sicht?
Also generell kann man einfach sagen, das kann ich nur bestätigen, was du auch gesagt hast, die letzten Jahre waren sehr stark geprägt. Die Frage ist, wie schafft man es als Organisation, eine Kultur zu bilden, die authentisch ist. Und ich glaube, das gilt für neue Mitarbeiter, die ich gewinnen möchte für die Organisation, aber auch für die bestehenden. Und da muss man sich einfach die Frage stellen, wie kann ich das schaffen? Und dann gleichzeitig müssen wir aber es auch schaffen, zu hören, was denn die Bewerberinnen da draußen auch wollen, weil dann, das hat sich verändert. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber früher war es so, wir haben uns die Talente ausgesucht, heute ist es aber so, schauen wir mal, ob die Microsoft jetzt überhaupt für mich passt. Ist das überhaupt ein Umfeld, in dem ich mich wohlfühle? Und ich glaube, dieser Wandel, den kann kein Unternehmer quasi ignorieren. Und deswegen ist es auch extrem wichtig, authentisch zu sein, weil sobald man in einer Organisation ist, dann merkt man es eh gleich. Aber wenn man so die Bedürfnisse sich anschaut, und da gibt es den Work Trend Index, also diese Studie, die Microsoft auch am Laufen hatte, die zum Beispiel besagt, dieses hybride Paradoxon, ja, Mitarbeitende wollen einerseits zu ungefähr 60% die Flexibilität zu haben, von überall aus zu arbeiten, und dann wollen sie aber ungefähr 63% aber auch quasi diese soziale Interaktion haben. Wie schaffe ich es als Organisation, dieses Paradoxon zu schließen, ja? Oder diese Thematik, 2025 haben wir ungefähr 70% der arbeitenden Bevölkerung sind Millennials. Was sind deren Bedürfnisse und schaffen wir es als Organisation, deren Bedürfnisse zu verstehen? Das heißt sinnigerweise nicht, dass ich alles tun und machen muss, um das zu befriedigen, aber ich glaube, als Organisation kann man sich das auf keinen Fall leisten, wegzuschauen. Und wenn ich mir jetzt so das Thema bestehende Mitarbeitende anschaue, Karriereentwicklung, also es ist einerseits extrem schwierig, neue Talente auch für Organisationen zu finden, aber wie schaffe ich es denn, es attraktiv zu machen, bei einer Organisation zu bleiben, Weiterentwicklungen zu schaffen oder auch die Bedürfnisse von jungen Talenten, und da stehe ich manchmal ein bisschen ratlos, da auch ganz ehrlich zu sein, weil den Faktor Zeit, also im Sinne von schnell weiterzuentwickeln, schnell zu wachsen, den Faktor Zeit, den kann ich noch nicht beschleunigen. Also ich habe noch keine Lösung dazu gefunden, wenn jemand nach einem Jahr eine Leadership-Position haben wollen würde, das ist einfach nicht realistisch. Ja. Und dann diese Bedürfnisse muss man aber trotzdem irgendwie schaffen, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und das ist, glaube ich, so generell die Herausforderung, die es halt aktuell zu bewältigen gibt und idealerweise authentisch auch zu bewältigen gilt. Definitiv. Und du hast über Bedürfnisse gesprochen, und Bedürfnisse sind ja auch immer so ein bisschen, wie schaut mein Office aus, wie kann ich arbeiten, oder? Und Microsoft war ja hier auch eine Vorreiter, da hat eine Vorreiterrolle, was das Office betrifft. Wer mal früher im Microsoft Office war, diese überall bekannte Rutsche, die es da gab, ja? Hat man Manager quiekend gehört, wie kleine Kinder am Spielplatz, völlig erfreut über diese Rutsche. Und Linda, ihr habt ja auch mit der Erste Bank 2016 auch bereits eine neue Art des Arbeitens mit der Eröffnung des Erste Campus vorgelebt, eigentlich noch lange bevor diese Shared-Desk-Lösungen weit verbreitet waren. Also das waren wirklich wenige Unternehmer noch vor ein paar Jahren. Was war damals schon ein Erfolg und wo habt ihr euch in der Zwischenzeit weiterentwickelt, wenn du jetzt auf diese Arbeitsweisen vor allen Dingen schaust? Sehr gerne. Also wir waren bei der Microsoft, wir haben uns das Microsoft angeschaut, wir haben uns dann ein bisschen für was anderes entschieden. Am Campus gibt es auch immer noch Führungen, wer interessiert ist, und 2016 möchte ich Ihnen allen ins Gedächtnis rufen, hatten wir von Corona noch lange keine Ahnung. Das heißt, wir sind mit vielen Leuten, die im ersten Bezirk es gewohnt waren zu arbeiten, in den 10. Bezirk gezogen und hatten ein riesen Change-Projekt aufgesetzt, um diesen Umzug gut zu begleiten. Und ich darf jetzt sagen, dass uns das wirklich, wirklich gut gelungen ist, weil dieses Gebäude großartig ist und weil einfach die Leute sich von Tag 1 sehr wohl gefühlt haben. Natürlich haben wir 7 Restaurants und wir haben alles Mögliche, um es unseren Mitarbeiterinnen so angenehm wie möglich zu machen. Aber Tatsache ist, dass viele ihren eigenen Schreibtisch, ihre Fotowände, ihre eigenen Pflanzen verloren hatten und um 8 Uhr kommen mussten, um noch einen Platz zu bekommen. Und das war ein großer, großer Kulturwandel, den nicht alle auch mitmachen wollten und konnten. Mittlerweile haben wir unsere Shared Desk Rate sogar noch verdichtet. Das ist einfach Corona geschuldet.
wir besiedeln unseren Campus jetzt auch mit unseren Töchterunternehmen, sparen so natürlich auch an Standorten und es funktioniert. Unsere IT hat dankenswerterweise mittlerweile auch so etwas wie einen Platzreservierungstool entwickelt. Also auch solche Dinge entwickeln sich durch dieses Zusammenarbeiten. Aber Tatsache ist, und das merken wir jetzt nach vielen Lockdowns und nach viel Arbeiten von zu Hause, dass es unglaublich viel Mehrwert bringt, wenn man sich sieht. Das mag jetzt oldschool klingen und ich rede nicht von 5 Tagen in der Woche und ich rede da nicht von 9 Stunden am Tag, aber diese 2-3 Tage, die wir jetzt großteils leben in der Bank, im Office, erhöhen die Effizienz massiv, weil wir in dieser Zeit so viel mehr weiterbringen, weil wir nicht für alles und Teams sei Dank, aber trotzdem Teams-Meetings aufsetzen müssen, weil vieles am Gang geht, weil vieles zwischendurch geht, weil man sich in einem der 7 Restaurants trifft und dann schneller mal Dinge dazwischen klärt. Also das hat sich für uns massiv verändert. Das glaube ich dir. Ich glaube auch, dass wir durch die Pandemie erkannt haben, so ganz offline geht es auch nicht. Nein. Und es ist auch wieder mal schön, wenn man gemeinsam Mittagessen kann und einfach mal wieder direkt mit dem Kuchen sprechen kann. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Office-Struktur und Co. gesprochen. Liebe Sandra, du hast ja bei der Raiffeisen Bank International damals die ganze Collaboration Services eingeführt und heute als Tribe-Lead kommst du natürlich auch immer wieder mit Anforderungen, vielleicht auch immer noch Ängsten von Mitarbeiterinnen in Berührung. Was braucht es denn aus deiner Sicht, um eine erfolgreiche neue Art des Zusammenarbeitens abseits von einer klassischen Software-Einführung? Kannst du vielleicht ein bisschen Erfahrungswerte mit uns teilen? Was das betrifft. Also Change ist heute schon sehr oft gefallen und ich muss es jetzt leider auch nochmal bringen. Es war ein Projekt und das verdanken wir unserem Sponsor damals, der wirklich auch ein Augenmerk darauf hatte und dem das selbst sehr, sehr wichtig war, die Mitarbeiter abzuholen. Ich habe das aus früheren Projekten gekannt, Change, Trainingsmaßnahmen, Kommunikationsmaßnahmen, das waren immer die Sachen, die gestrichen wurden, weil das Budget knapp wurde. Und dann hat man gesagt, okay, es reicht ein Handbuch und fertig. Ja. Und das war wirklich ein Projekt, wo wir ganz intensiv und auch mit sehr viel Unterstützung Change-Maßnahmen hatten. Die Mitarbeiter abgeholt haben, auch verstanden haben, was ihre Bedürfnisse sind und konsequent auch einen Kommunikationsplan und Change-Plan abgearbeitet haben. Und das war schon für uns sehr, sehr, sehr wichtig, insbesondere weil mit Office 365 oder M365 sich eine Welt ergibt, die sich ständig ändert. Also es ist nicht mehr wie früher, Software-Einsatz, du hast deine Software und die hält jetzt mal für die nächsten 2 Jahre und das war's, sondern Microsoft ist ja sehr schnell und fordert uns als IT auch immer heraus mit neuen Features, die kommen, was toll ist, aber es erfordert natürlich auch dann wieder eine Überlegung, was mache ich damit, was habe ich für Use Cases. Weniger dieses technologiegetriebene, sondern mehr ein Use Case getriebenes Überlegen, wofür brauche ich diese Applikation, wofür kann ich sie verwenden und wie kann ich diesen Use Case auch vermitteln dem Mitarbeiter. Das heißt, das ist weggegangen von diesem klassischen, man kümmert sich einmal drum, das beschäftigt uns jetzt konstant und das hat uns auch ein bisschen in unserer Daseinsberechtigung verändert. Wir sind nicht nur IT, sondern wir bieten einen Service, eben wie die Microsoft einen Service bietet, wir reichern dieses Service auch mit Trainings- und Change-Maßnahmen an. Und das ist sehr essentiell und das war sicherlich auch das verdanken wir dem Sponsor damals, dass er so einen Augenmerk darauf hatte, dass das eben ein Grund, warum es so gut geklappt hat. Liebe Marina, wir haben jetzt über Bedürfnisse gesprochen, verschiedene Anforderungen, verschiedene Generationen haben wir schon gehört. Wie haben sich aus deiner Erfahrung die Bedürfnisse von Mitarbeiterinnen verändert und wie kann man diese auch messen? Ich weiß gar nicht mehr, wer es heute schon mal gesagt hat, wir haben schon mal über Messungen gesprochen. Wie ist da deine Sicht auf diese Dinge? Also erstens mal vielen Dank, liebe Sandra, für die Worte. Da geht man auch, ich habe das heute auch schon öfter. Ich habe schon aufgegeben. Dann geht man das ernst auf. Ja, aber es ist einfach maßgeblich. Ne? Also Veränderungsvorhaben haben Auswirkungen auf die Menschen und die Mitarbeitenden. Von dem her müssen sich neue Arbeitslernweisen aneignen. Also danke für diese Worte. Wie haben sich die Bedürfnisse verändert? Ich habe ja bei Avanade die große Chance gehabt, habe im Februar gestartet, ein neues Team aufzubauen. Ein hybrides Team. Ich habe den Großteil des Kommen zu uns ins Wiener Office und eine Kollegin sitzt in Graz. Das heißt, hier ist es sehr wichtig, inklusiv zu sein.
Menschen haben das Bedürfnis, sichtbar zu sein. Ich habe heute auch schon einmal das Thema Produktivitätsparanoia erwähnt. Wie können wir dem entgegentreten? Ne? Wir Führungskräfte haben oft das Gefühl, was tun die denn den ganzen Tag? Und die Mitarbeiter wissen schon gar nicht mehr, wo sie zuerst hingreifen sollen, weil die Sichtbarkeit fehlt. Was hilft uns da? Ziele, klare Rollen. Das brauchen sowohl die Mitarbeiter, um diese Klarheit zu haben, als auch die Führungskräfte, um zu sagen, okay, in welche Richtung marschieren wir als Team in die Richtung der Unternehmensziele und wie zahlt das ein? Und das Ganze sichtbar machen zu können, ist ein schönes Tool, die Objectives und Key Results, wo man sich im Team gemeinsam auf die Ziele einschwört, in Richtung der Unternehmensziele selbstwirksam ist, diesen Nutzen sieht. Auch hier als Führungskraft, unsere Rolle hat sich auch sehr stark verändert, in Richtung Coach, Sparing Partner, Sinnstifterin. Und da liegt es mir besonders am Herzen, diese Nähe zu den Kolleginnen aufzubauen. Ja, also eben Inklusivität habe ich schon angesprochen, Feedback einzuholen und Feedback zu geben, ein Messinstrument. Und weil ich die OKRs schon angesprochen habe, ein schönes Tool hier. Und ja, Microsoft ist unser Partner, werden Viva Goals. Hier kann man wunderbar OKRs abbilden und gemeinsam im Ziel tracken und somit sich auf ein gemeinsames Ziel einstellen. Du hast ein gutes Stichwort gebracht, ja, nämlich Führungskräfte. Und liebe Ingrid, vielleicht auch, wenn man jetzt ein bisschen so die Microsoft-Brille wieder aufsetzt, was ist aus deiner Sicht maßgeblich, damit Führungskräfte wie Mitarbeiterinnen diese neuen und modernen Arbeitsweisen auch leben können? Wir sprechen zwar von Change, aber am Ende des Tages geht es auch um die Kultur nicht. Das wird sehr oft vergessen in den Gesprächen. Machen wir ein bisschen Homeoffice-Vereinbarung, machen wir das und jenes, aber am Ende des Tages geht es um die Unternehmenskultur, die von Top-Down auch gelebt werden muss. Und da sind Führungskräfte gefragter denn je. Und da geht es dann auch darum, Leadership Principles zu haben. Welche Führungsprinzipien habe ich denn, damit ich eben genauso wie du jetzt erwähnt hast, ja, Ziele für meine Mitarbeitenden aufsetzen kann, damit es klar ist, wie ich agieren kann. Eben, wie schaffe ich das halt in diese Richtung zu führen und die Erwartungshaltungen auch klar zu kommunizieren. Und wenn wir an unsere Mitarbeitenden denken, eben das Umfeld zu schaffen, wo man Dinge ansprechen kann. Also, was wir aktuell machen im Sinne von Rules of Engagement, wie können wir unsere Mitarbeitenden involvieren, um Entscheidungen auch gemeinsam zu treffen. Natürlich muss es Vorgaben geben, aber wie können wir sie in unser Boot reinholen, damit sie sich involviert auch fühlen bei den Themen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, um sie in diese neue Welt reinzuholen. Auch wir haben das Thema besprochen, braucht eigentlich ein Office, wir können nicht super alles digital machen. Nein, also wir glauben auf jeden Fall, dass wir ein Office brauchen, weil es geht um die soziale Interaktion, es geht um die emotionale Bindung von Mitarbeitern in der Organisation. Und klar, wir können, und es ist auch gut so, dass wir gewisse Dinge sehr wohl online und hybrid machen müssen. Und das ist auch gut, dass das möglich ist. Aber am Ende des Tages sind wir trotzdem soziale Wesen und haben diese Bedürfnisse, in einen Austausch zu gehen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für sich als Organisation, das zu definieren, wofür stehen wir, wer sind wir und was brauchen wir, um am Ende des Tages auch eine praktische Organisation zu sein. Und sehr oft wird dann gesprochen, Wellbeing haben wir heute auch schon gehört, wie geht es unseren Mitarbeitenden, aber was bringt es mir, wenn es der Organisation nicht gut geht? Und da habe ich auch sehr oft mit dem Hermann eigentlich darüber gesprochen, Organizational Wellbeing ist genauso wichtig. Also was müssen wir tun? Jeder kann flexibel arbeiten, von überall, jederzeit, und dann sagen wir, okay, aber wenn ich in einem Team arbeite, bin ich mir nicht sicher, dass die um 19 oder die um 19 Uhr arbeiten will. Also es braucht dann trotzdem einen Regelwert, dass man halt dann trotzdem zu normalen Arbeitszeiten halt sich findet. Ja? Und das ist schon die Komplexität jetzt durch dieses hybride Arbeiten, durch die Pandemie, die dazugekommen ist, die es halt einfach gilt, als Organisation für sich dann wieder zu definieren und auch etwas zu definieren, damit es auch der Organisation gut gehen kann, erfolgreich sein zu können. Und da braucht es halt beide Seiten. Ja, definitiv. Und ein gutes Stichwort, nämlich auch Kultur, Arbeitskultur und auch die ganze Firmenkultur. Und Linda, vielleicht nochmal in deine Richtung. Andere Arten von Arbeitsweisen. Ja? Wenn du so ein bisschen drüber nachdenkst, auch die Anforderungen der verschiedenen Arbeitsweisen für IT-Abteilungen, wie haben sich die bei euch verändert? Ihr habt ja auch einen Merch von 2000 Mitarbeiter, 2000 plus Mitarbeiter und Dinge gehabt. Ja? Wie hat sich das aus deiner Sicht verändert? Also wir haben,
weil heute schon Digi da war, wir sind jetzt die erste Digital. Wir haben quasi aus zwei IT-Unternehmen, die wir 2016 demerged haben, haben wir sie wieder gemerged. Offensichtlich beschäftigen wir uns gern mit uns und machen solche Dinge gern. Es hat natürlich tausende Business Reasons auch dafür gegeben, aber für die Mitarbeiterinnen war das eine große Herausforderung, weil das war dann großartigerweise in der Corona-Zeit und im Lockdown. Das heißt, eine riesengroße Veränderung, eine riesengroße Kulturveränderung, weil auch österreichische und slowakische Kultur wieder zusammen verheiraten und verbinden. Und das alles remote, nichts hybrid, sondern wirklich nur remote. Wie fühle ich mich dann zugehörig zu einem Unternehmen, das es noch gar nicht gibt? Und in aller Offenheit, es hat dann wirklich geholfen, wie wir die erste Party haben konnten, weil Microsoft Live-Events zum Trotz oder in allen Ehren, aber es hat einfach nicht die gleiche Energie und die gleiche Verbindlichkeit erzeugt, wie wir dann endlich zusammen waren, gemeinsam angestoßen haben, uns wirklich in Person mit Unterkörper und Beinen gesehen haben und einfach auch wieder mal festgestellt haben, ah ja, es gibt uns alle in mehr als bis zum Kinn oder bis ein bisschen Hals. Und das war wesentlich. Und von der Arbeitsweise ist es so, dass bei uns, und ich glaube, das spreche wahrscheinlich für viele hier in der IT, IT und Business immer näher zusammenrücken und gleichzeitig immer noch Gräben da sind oder Brücken gebaut werden müssen. Wir haben jetzt Value Streams, wir haben die agile Arbeitsweise, wir haben verschiedene Tools und wir versuchen verschiedene Dinge, um diese Nähe zu schaffen, auch das Zusammensitzen und dann wieder quasi weg von Hybrid in die physische Form zu kommen. Aber Tatsache ist, dass wir das nicht mehr getrennt denken wollen und können und dass wir immer mehr IT-Leute haben werden, auch im Business. Also für mich verschwimmen hier die Grenzen massiv und wir leben es immer besser, immer häufiger, aber wir haben noch einen Weg vor uns. Und von der Arbeitsweise an sich ist es so, dass wir Gott sei Dank vor Corona Office 365 gut eingeführt haben und jetzt, glaube ich, alle wirklich gut sind schon im Teams, noch Verbesserungsmaßnahmen brauchen und Potenzial haben. Aber es ist für uns nicht mehr wegzudenken. Auch international, also alle unsere Länder arbeiten mittlerweile mit Teams und es ist unser Kollaborationstool. Ja, viele spannende Einblicke und das bringt mich auch schon wieder zu unserer Abschlussrunde. Und ich würde gerne noch von euch wissen, wenn ihr so ein bisschen in die Zukunft blickt, ja, und einmal so ein bisschen Visionen vielleicht aufkommen lässt, ja, was ist eure Vision von den größten Chancen der neuen Arbeitswelt? Kann ich euch bei dir anfangen? Also ich glaube, mit dieser neuen Arbeitsweise, und das merke ich jetzt schon selber in den Bewerbungsgesprächen, die ich im Moment habe, wir schließen neue Bewerbergruppen, die ich vor 2 Jahren nicht erreicht hätte. Bei mir arbeiten im Team teilweise Leute aus anderen Ländern, sehr viel remote. Ich habe sehr viele Teilzeitkräfte bei mir und ich glaube, dadurch kommen wir in eine sehr gemischte Workforce hinein. Und da ist der große begünstigende Faktor meiner Ansicht nach ist diese neue Arbeitswelt, die das ermöglicht, dass das einfach dass sehr viele unterschiedliche Arbeitsweisen, Arbeitsstile zusammenfinden können und in einem Team arbeiten. Birgt auch Herausforderungen, natürlich, aber ich glaube, es ist auch eine Chance, eben das Ganze über die neue Arbeitswelt viel, viel einfacher zu integrieren. Absolut, vielen Dank. Martina? Ich glaube, Sandra, du hast einen wesentlichen Punkt angesprochen, ist dieses Thema, flexibler arbeiten zu können, über Grenzen, teilweise Ländergrenzen in Teams arbeiten zu können. Ich glaube, es wird dadurch auch leichter und einfacher, verschiedene Lebensbereiche miteinander zu verbinden. Ich meine, hier sitzen wir jetzt als Frauengruppe auf dem Podium. Viele Frauen arbeiten Teilzeit durch dieses flexible und teilweise zumindest virtuelle Arbeiten. Wird es da auch leichter, Familienaufgaben, Pflegeaufgaben unter den Hut zu bringen, weil ich mir besser überlegen kann, wie viel Zeit verbringe ich jetzt zum Beispiel im Community zum Arbeitsplatz zu fahren oder wie kann ich das
besser einteilen. Ich glaube, wir als Unternehmen und Organisationen haben gelernt, auch mehr Flexibilität zuzulassen und nicht eine Erwartungshaltung zu generieren und zu kommunizieren, ja, von bis muss anwesend sein und alles andere ist irgendwie abzustimmen, sondern wir haben gelernt, mehr Flexibilität zuzulassen und ich glaube, es wird in Zukunft auch noch weitere Flexibilität brauchen, das eine. Und das zweite Thema, was ich so als Trend sehe, ist, glaube ich, dass wir als HR-Professionals, Abteilungen auch noch stärker in die Digitalisierung gehen werden. HR ist ein People-Business, aber es ist auch ein Daten-Business. Also das heißt, wir haben eine Vielzahl an Daten, aber die einerseits strukturiert auszuwerten, zu interpretieren und davon die Entscheidungen abzuleiten. Also auch HR-Entscheidungen datenbasiert zu machen, wird ein noch stärkeres Thema. Und auch das Thema intelligente, vielleicht sind sie auch intellektuell, Tools zu verwenden, die unsere HR-Arbeit vereinfachen. Beispiel das digitale Erstscreening von CVs oder auch vielleicht in Kombination mit Metaverse, wie wir heute schon gesehen haben, eine Option zumindest. Auch eine Option, wird das persönlichen Kontakt, persönliche Gespräche ersetzen? Nein, aber es kann uns einiges erleichtern. Oder auch, ich meine, das ist jetzt sehr in einem Projektbusiness relevant, Algorithmen, die ein Matching von verfügbaren Mitarbeitern und offenen Positionen machen. Also auch das etwas, jeder, der schon mal in seinem Leben Projekteinsatzplanung gemacht hat, weiß, wie zeitintensiv das ist. Und ich glaube, da müssen wir auch als HR-Organisationen offen sein und wirklich schauen, wo wir schlau über die Technik und die Digitalisierung auch unsere Arbeit einerseits vereinfachen können, aber auch verbessern können. Wie gesagt, es wird den persönlichen Kontakt nicht ersetzen, aber sowohl als auch, das sehe ich als eine der großen nächsten weiter, also es hat ja schon begonnen, aber da werden wir weiter dran arbeiten müssen und wollen. Danke dir, Madeline. Linda, wie ist deine Version? Vision? Version von was Ähnlichem, ich kann mich dir auch anschließen, genau. Vision ist, dass ich die Herausforderung habe, in der IT Digital Nomads genauso, also für die genauso attraktiv zu sein, wie für jemanden, der im Mainframe arbeitet. Also ich habe wirklich den Spagat und dann mit dieser unglaublichen Flexibilität muss ich gleichzeitig schauen, dass ich trotzdem eben diese Bindung schaffe, weil Retention ist the new recruiting. Wir kriegen alle nicht mehr die Leute, außer bei der MM Group, haben wir ja gehört, die schaffen das. Aber sonst, glaube ich, kämpfen wir um ähnliche Kaliber, wir kämpfen um ähnliche Skills. Das heißt, wir müssen uns alle überlegen, wie wir auch unsere bestehende Mann-Frau-Schaft gut an uns binden, dass es für beide Seiten Sinn macht. Und das ist die große Herausforderung. Und auf die greifen wir und wir werden viele Diskussionen haben, glaube ich, in uns. Definitiv. Vielen Dank. Liebe Ingrid, wie schaut es bei euch aus, visionstechnisch? Also ich glaube generell das Thema Employee Experience, Viva is calling. Ich glaube aber nicht nur deswegen, sondern ich glaube, dass künstliche Intelligenz im HR irgendwie Einzug aufnehmen wird, weil Chatbots, gewisse Fragen, die quasi eingemeldet werden über, in unserem Fall zum Beispiel AskHR, und dass dann auch bedürfnisorientierte Informationen an Mitarbeitende geschickt wird. Ich glaube, das ist eine absolute Vision, die kommen kann, um so quasi noch mehr qualitativ als HR das Business unterstützen zu können. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist oder was auch so die Zukunft sein wird, Organisationen können sich dem Purpose-Thema nicht entziehen, weil jüngere Generationen einfach extrem darauf Wert legen,
dass Organisationen nachhaltig agieren, das kann man sich einfach nicht ausblenden. Oder Diversity and Inclusion. Es kann nicht sein, dass eine Organisation glaubt, dass das nur ein Trend ist, weil es ist kein Trend. Es ist einfach, jeder Mensch möchte so gerne akzeptiert werden, so wie er ist. Und ich glaube, das sind einfach Themen, die in der Zukunft einfach kommen werden und eine Organisation sich das Thema annehmen darf, soll, muss. Und ja, das sind die zwei Themen, wo ich glaube, dass es ein Thema ist. Vielen Dank. Marina, wie ist deine Vision von der zukünftigen Arbeitswelt? Genau, also ich glaube, dass wir jetzt die große Chance haben und auch den eindeutigen Auftrag, Karrieren neu zu denken. Also ich glaube, dass es nicht mehr die Karriereleiter ist, wo du an die Spitze hinaufklimmen kannst und möchtest, sondern einfach die Spielwiese. Und warum? Die ganze Technologie bringt auch immer Veränderungen in den Branchen, den entsprechenden Talentmanagement, Skillmanagement, das ist dieser lineare Weg, den wir vielleicht gewohnt sind, meine Ausbildung und dann bin ich da mal 15 Jahre im Unternehmen, das zahlt hier nicht mehr ein. Und weiter geht es auch noch, wir haben jetzt anhand der letzten zwei Jahre erkannt, dass unsere Mitarbeiterinnen neue Werte wichtig sind. Ne? Sie wollen selbst entscheiden können, wo sie arbeiten, wann sie arbeiten. Ich habe sogar jetzt letztens eine Statistik gelesen, sogar 70% von den Befragten haben gesagt, sie würden die Beförderung ablehnen, zugute Flexibilität, zu entscheiden, wann und wo kann ich arbeiten. Und ich glaube, wir zahlen dadurch auch den Forderungen der Jugend ein, Generation Y, Z und Alpha, die sich ja mittlerweile sogar schon sträuben, offenbar eine Führungsfunktion zu übernehmen, weil das nicht mehr für sie attraktiv ist. Das heißt, ich sehe ja mega Gestaltungsspielraum für People and Culture-Bereiche, Talentmanagement, Skillmanagement und das zahlt eindeutig in Employer Branding und Retention ein, so wie die Linda schon gesagt hat. Retention sehe ich auch als das neue Recruiting. Vielen herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank an diese wunderbare Runde. Danke für eure Einblicke, die ihr uns gegeben habt, aber auch die Ausblicke. Ich glaube, da gibt es noch vieles zu tun, manches technologisch, vieles sicher auf der People-Seite. Somit herzlichen Dank an diese Runde und ich darf...